Hallihallo, es ist Samstagabend. Willkommen zu Music and Talk im KW nach, wie lange hatten wir Pause? 3 Wochen, glaube ich. Also wir hatten ja Ausgangssperre hier in Mainz und waren uns nicht so ganz sicher, wie das zu handhaben ist, weil berufsmäßig konnten wir ja herkommen, aber unsere Gäste konnten berufsmäßig ja nicht hierher kommen und dann wäre das ein bisschen schwierig. Deshalb ein paar Ankündigungen für die Zukunft, weil wir werden ja wahrscheinlich eine Ausgangssperre bekommen. Wir werden auf Zoom ausweichen, das heißt, wir werden das online machen, werden dann aber auch anbieten, dass sich Gäste mit einklingen können in Zoom, sodass wir eine etwas interaktivere Diskussionsgeschichte kriegen. Auch heute möchte ich euch dazu auffordern, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt oder irgendwas oder auch nur ein Hallo sagen wollt oder ich grüße meine Oma, dann schreibt es einfach in den Twitch-Chat rein und sagt uns Bescheid. Heute Abend bei mir ist der Uwe, das ist der Sänger von Fracture, der hier jetzt jahrelang Konzerte veranstaltet hat und auf derselben Bühne sitzt, wie er normalerweise jetzt stehen würde und singen würde. Oder Weihnachten, glaube ich, war angesagt, war das letzte Konzert. Ja, Uwe, willkommen und stell dich doch einfach mal selber vor. Ja, danke schön, Wieland. Sehr cool, hier zu sein. Und du hast recht, es ist etwa so 18 Monate her. Da waren wir hier auf der Bühne, Weihnachten 2019 und da schien noch alles gut. Und ja, ich sehe mich auch in erster Linie, weil du jetzt sagst, stell dich vor, als Sänger von Fracture, von der Metalband. Bin allerdings auch, wie du weißt, Lehrer an einem hessischen Gymnasium, unterrichte Englisch und Latein und bin auch seit 2 Jahren Vorsitzender der Kulturfabrik Airfield, einer Mainzer Kulturinitiative. Ja, über das Lehrerdasein und deine Schüler, Schülerinnen, seine Schülerinnen saßen hier schon auf dem Sofa, ihr erinnert euch, kommen wir dann später nochmal und auch über den Kulturverein, weil da natürlich auch da entsprechende Corona-Einschränkungen da sind. Fangen wir aber erstmal beim Metal an. So. Der Metal. Ja, beim Metal als solchem oder der Live-Musik-Szene. Wie geht's euch so? Wie geht's dir? Wie geht's deiner Band so? Na gut, wir haben das Ganze, im Prinzip sind wir es konstruktiv angegangen. Wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir einen großen Zeitraum überbrücken müssen, weil wir auch viele Enttäuschungen hatten bezüglich ausgefallener Veranstaltungen und haben uns dann einfach vorgenommen, so, wir schreiben jetzt neue Songs, versuchen 2021 ein neues Album fertig zu haben und das wird jetzt auch tatsächlich der Fall sein. Im Sommer, wir sind aktuell bei den finalen Studioaufnahmen und das sehen wir positiv, das motiviert uns. Allerdings, du hast Zoom eben erwähnt, das ist im Prinzip auch unsere Kommunikationsbasis, das heißt, Proben finden nicht statt, wir haben Online-Konferenzen und gerade was jetzt die Entwicklung der neuen Songs betrifft, da wird im stillen Kämmerlein gearbeitet, Dinge werden hin und her geschickt und Musik entsteht etwas künstlicher als in der Vergangenheit, aber wir sind guten Mutes und ja, hoffen einfach optimistisch, dass ein Konzert bald wieder möglich sein wird. Ja, du hast ja gesagt, du kommst gerade aus Köln. Wie weit seid ihr jetzt mit dem Album? Ja, also ich habe jetzt es wird 12 neue Stücke geben auf dem Album namens Polygon. Polygon ist übrigens so das Portal zum Mombacher Westring. Und 5 Stücke habe ich jetzt eingesungen in den letzten 2,5 Tagen. Und die Stimme hat jetzt auch ein bisschen gestreikt. Mehr war aber auch jetzt nicht geplant. Sodass man sagen kann, ja, wir haben vielleicht 40% des Albums fertig. Ja, und planen mit einem Release vielleicht Ende Juni. Ende Juni, ja, da sind ja. Wir ja genau beim Stichwort. Wir hoffen ja, dass wir euch live sehen Ende Juni. Ja. Beim Unterstützerkonzert für die Mainzer Clubszene im Schloss, die im Augenblick in einem Planungsnirvana liegt, da muss ich ehrlich sagen, weil die Zustände sind im Augenblick so, dass keiner von uns mehr enttäuscht werden mag. Und deshalb haben wir erstmal gesagt, stopp, wir warten, wir haben den Termin, wir haben den Ort. Mehr wissen wir nicht, aber wir wissen, dass ihr spielt dann am Freitagabend, ja? Ja, am 25. oder 26. Juni. Das Juni, ist das sowas, letzte, genau, ja. Letzte Juniwochenende ist übrigens das Johannesfestwochenende. Genau, ich glaube, 25. ist es, glaube ich. Johannesfest fällt aus, wollte ich jetzt nur mal so erwähnen. dieses Konzert, was glaubst du, findet es statt? Ja, ich bin eigentlich guten Mutes, denn ich kenne die Struktur von den Mainzer Kulturgärten, von dem Schlossbiergarten noch vom letzten Jahr, fand, dass das eigentlich gut funktioniert hat. Da gab es ja auch verschiedene Phasen. Es gab die Phasen, wo praktisch jeder Zentimeter mit der Maske beschritten werden musste, aber irgendwann war es dann nur noch der Toilettengang. Und vielleicht bewegen wir uns auch wieder in diese Richtung. Aber man muss natürlich auch sehen, dass wir reden davon, dass es jetzt noch so gute 2 Monate sind, bis das stattfinden soll. Und ich sag mal, mit Impftempo und ein bisschen Glück würde ich sagen, es findet statt.
Naja, vielleicht dürfen nur Geimpfte rein. Also stell dich auf ein Rollator-lastiges Publikum ein. Achso, und Krankenpfleger und ja. Lehrer und Polizisten. Ja, Polizisten passt ja zu uns. Ja, genau. Ja. Wo ist die Polizeiuniform? Die hast du noch, oder? Die habe ich noch. Die habe ich allerdings zum letzten Mal 2007 getragen, von 1994 bis 2007. Du sprichst sie an, weil das mal meine Bühnenkleidung bei Fracture war. Aber dieser Figur bin ich sozusagen irgendwann entsprungen, weil ich halt nicht mein ganzes Leben lang wie jemand von Police Academy aussehen wollte. Und wir außerdem mit der Band, als wir 2016 zurückkamen hier im Cavo, uns auf die Gründerjahre der 80er wieder besonnen haben, als wir als Schülerband hier in Mainz angefangen haben. Und da wollten wir einfach relativ normal wieder aussehen und mit unserer natürlichen Persönlichkeit punkten. Ah ja, die natürliche Persönlichkeit, das ist natürlich das Wichtigste, wenn man auf die Bühne geht. Da ist man ja genauso, wie man im realen Leben so ist. Erklärst du das auch deinen Schülern? Naja, da werde ich eigentlich selten dazu befragt, irgendwie zu meinem Bühnendasein. Ich glaube, der wird sich eigentlich mir gegenüber dann still gewundert, wenn überhaupt. Also das wird eigentlich, also mein Banddasein wird in der Schule eigentlich nicht diskutiert. Ja. Jetzt habe ich das Mikrofon kaputt gemacht. Irgendwie ein bisschen eigenartig. Das ist mir jetzt in 10 Sendungen noch nicht passiert. Ja, deine Schülerinnen haben ja hier schon gesessen, also wird das natürlich Thema in deiner Schule sein. Das lässt sich nicht vermeiden, aber die hören kein Metal, glaube ich. Das ist richtig. Also das wären nur noch absolute Exotinnen oder Exotinnen, die Metal hören in dem Alter. Und ja, deswegen ist auch nicht ist das Interesse nicht so ganz heiß oder hoch jetzt in unserer Band. Wobei ich glaube, es wäre schon ein Spektakel für sie, wenn sie tatsächlich kämen. Und würden das sehen. Also ich wäre hingegangen, wenn meine Lehrer sowas gemacht hätten. Ja. Deshalb ein bisschen schade, dass sowas natürlich irgendwie jetzt total ausgefallen ist, weil die sind jetzt aus der Schule raus und haben das gar nicht mitgekriegt. Ja, euer letztes Konzert hier war, wenn ich das richtig überlege, Weihnachten vor mittlerweile anderthalb Jahren. Ja. Das ist ganz schön lange her, aber wir müssen unbedingt die Anekdote vom ersten Konzert erzählen, oder? Also... wann war das? Ja, du hast gerade gesagt, 2016 die neue? Diese Wiederkehr, die war übrigens auch am 25.06. interessanterweise. Ah ja, okay. Ich weiß nur, dass es im Sommer war und es hatte eine Vorgeschichte. Mhm. Der Uwe hat hier gefragt, Reunion, keine Ahnung. Genau. Also den Neustart von Fracture hier machen können, haben sie gemacht. Und ein paar Tage vorher bekam ich eine wütende E-Mail aus einer Gemeindeverwaltung. Ich glaube, nicht Niederohm-Nierstein oder sowas war das, glaube ich. Oder so Bodenheim oder so. Ja, auf jeden Fall irgendwo so kam eine aus einer Gemeindeverwaltung mit offiziell, also mit dem Briefkopf von dieser Gemeindeverwaltung. Aber es war nicht von der Gemeinde, sondern von einem Mitarbeiter, der gesagt hätte, er würde auf Unterlassung klagen, wenn Fracture hier spielt, weil... er sei Fracture. Naja, oder zumindest hätte er da ganz gewaltige Aktien drin. Und da war ja ein bisschen Panik. Man musste ein bisschen den Rechtsanwalt abends hier vorhalten. Man weiß ja nie, ob da so einer vor das Amtsgericht geht. Erzähl mal ganz kurz, wie es zu sowas kommt. Ja gut, also ich war ja auch etwas überrascht davon. Ich kann es so erklären, dass es sich um einen ehemaligen Fracture-Musiker, auch einen ganz wichtigen Fracture-Musiker gehandelt hat, der in den 90er Jahren und in den 2000ern bei uns gespielt hat und auch einen großen Anteil an unserem Gesamtwerk hatte, der aber nicht zu der Gründerformation gehörte, mit der wir dann 2016 wieder auf die Bühne gingen. Und insofern, er war damals informiert und eingeladen und es hat ihm aber, ich denke, ihm hat die Publicity nicht geschmeckt oder gepasst, die dieses Reunion-Konzert, wie du sagtest, bekommen hat. Und und dann ist er, denke ich mal, sehr wütend geworden und auch sehr unsachlich geworden, hat auch versucht, gegenüber der Mainzer Allgemeinen Zeitung diesen Standpunkt zu vertreten. Die konnte das aber sehr günstig und sehr gut widerlegen, weil sie ein Interview mit ihm im Archiv hatte, wo er sich negativ gegenüber der Gründerformation geäußert hat, der ihr nicht angehört hat. Ja, jedenfalls war es eines der Konzerte, die man sich alleine schon deshalb wirklich jahrzehntelang wahrscheinlich merkt, weil im Normalfall ist das nicht, dass wir Bands auf der Bühne haben und dann kommt jemand und sagt, hey, the fame belongs to me.
Und schmeiß die Band wieder raus. Ich bin die Band. Also mir ist das zum ersten Mal vorgekommen und das bei hunderten von Konzerten. Genau, aber es war bloßes Säbelrasseln. Klar, trotzdem war das, es hat, ich denke, es sollte für Unruhe gesorgt werden. Hat auch zwischenzeitlich funktioniert, aber wir beide haben ja wie schon immer die Nerven behalten. Ja, es war jedenfalls so, dass wir an dem Abend, ich habe immer geguckt, aber es waren so viele Leute da bei dem Konzert, weil es war ja, draußen standen ja noch hunderte von Leuten, die gerne reingewollt hätten und nicht reingekommen sind, weil ausverkauft war, mehrfach ausverkauft und er war offensichtlich nicht darunter oder ich hätte ihn nicht erkannt, aber du hättest ihn ja erkannt an dem Abend. Klar, ja. Ja, gut, das gehört bei mir zu den All-Highlights hier von Bands. Außer natürlich Itchy Poops Kid, die einen Tag später We Played at That Fucking Club in Mainz gepostet haben. Aber dafür hat mal Itchy Poops Kid hier gespielt. Das ist ja, dann können wir auch in unseren Fame reinschreiben. Beeindruckend, ja. Ja, nicht wahr? Ja, ja gut. Ihr macht ein neues Album. Habt ihr jetzt außerdem ein Konzert noch weitere Konzertplanungen für dieses Jahr? Ja, also theoretisch das Johannesfest am Montagabend. Das findet nicht statt da. Sehe ich irgendwie auch nicht so. Bei uns ist, also diese Corona-Situation, die wurde bei uns antizipiert mit einem total unglücklichen Konzertausfall Mitte Dezember 2019, wo wir mit den kalifornischen Iron Maidens, das ist eine Female Tribute Band zu Iron Maiden, kurz am Abschlussabend der Europatournee gespielt hätten, aber die Sängerin in der Uniklinik notoperiert werden musste. Und dieses Konzert ist erst in den Sommer 2020 verlegt worden, dann in den Sommer 2021. Und jetzt weiß kein Mensch, wann die Europatournee jemals stattfinden kann, aber das wäre so eine theoretische Planung. Und weiteres ist offen. Ja, also sehe ich auch nicht. Also ich glaube nicht, dass irgendeine US-Band im Augenblick wagemutig genug ist, eine Europa-Tournee zu planen. Genau, also ich gehe davon aus, dass wir hier wahrscheinlich von einem Frühjahr 2022 sprechen. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit bisher. Findest du das genauso traurig wie ich? Ja, also du meinst, dass es so lange dauert? Ja, ich meine auch so, also A, dass es so lange dauert, B, dass es so kompliziert ist, an diesen Punkt zu kommen. Und dass man so gar nicht gesagt kriegt, was man eigentlich erreichen müsste, um an diesen Punkt zu kommen. Das stimmt. Also ich würde mir im Grunde genommen wünschen, dass tatsächlich Konzepte festgelegt werden, wie zum Beispiel Indoor-Konzerte bei euch oder woanders können stattfinden unter folgenden Voraussetzungen. Sei es Impfnachweis, sei es Schnelltests etc., damit einfach eine Perspektive irgendwie da ist, damit so eine Veranstaltung stattfinden kann. Denn so tappt man ja völlig im Dunkeln und ich bin generell ein sehr positiv eingestellter Mensch, auch so ein bisschen zu gutgläubig und deswegen auch optimistisch, aber und glaube so auf so eine irrationale Art und Weise, dass es demnächst irgendwie wieder gut sein wird. Aber wenn ich jetzt Geld draufsetzen würde, würde ich sagen, ein Konzert zum Beispiel hier im KW. Weihnachten wäre schon sehr günstig, wenn das funktionieren würde. Ja, aber das wäre vielleicht vorstellbar. Ich glaube nicht mehr dran. Also wenn ich angucke, wie feige derzeitig politische Entscheider sind, würde ich im Augenblick eher Geld draufsetzen, dass sie uns eher sterben lassen, als und sie sind ja dabei, uns sterben zu lassen, als dass sie eine Entscheidung treffen, wie mit Test können wir Konzerte machen. Da findet alles Mögliche statt. Da wird die Bundesliga vorher aufmachen, bevor die uns erlauben, hier irgendwas wieder zu machen. Also dieses Jahr glaube ich einfach, ich glaube nicht mehr dran. Ich glaube es auch nicht so richtig, weil das, was ich eben so geschildert habe, ist das, was ich mir wünsche. Ne? Also dass so ein Konzept festgelegt würde, aber man sieht es irgendwie nicht. Ich glaube, das liegt an der allgemeinen Verunsicherung. Du hast es Feigheit genannt, das ist vielleicht sogar der bessere Begriff. Und einfach ein ganz tiefer Einschnitt ins kulturelle Leben und auch so in die Psyche der Stadt findet halt auch einfach hier statt, ja, der nicht zu unterschätzen ist. Ich bin ja gespannt, was noch übrig ist, also am Ende der Tage. Locations hatten es die letzten Jahre schon schwer. Das ist Clubs mit den hohen Pachtkosten in der Innenstadt, mit den immer höheren Auflagen, die wir haben, was Lärm und so weiter angeht. Dazu kommt jetzt Corona, dann der Rock stirbt, das sagen die mir auch schon, seit ich den Laden vor 20 Jahren aufgemacht habe. Wer stirbt, der Rock? Der Rock stirbt, glaube ich, schon seit es Fracture gibt, oder?
Ja, Gene Simmons sagte auch mal, der Rock'n'Roll ist tot und so weiter. Er meinte aber, glaube ich, damit, dass neue Bands praktisch aufgrund der Streaming-Lage und so weiter und so fort nicht mehr die Möglichkeiten hätten, so einen großen Fame aufzubauen und mit Rock'n'Roll reich zu werden. Ich glaube, das war so diese Idee. Und es lohnt sich nicht mehr, neue Alben zu machen für Kiss. Es reicht ja, wenn sie auf Tournee gehen und die alten Lieder spielen. Ja gut, aber das hätte für Kiss schon vor 20 Jahren gestimmt. Das stimmt, ja. Also ich glaube, der Rock stirbt genauso wenig wie Mick Jagger. Also das ist korrekt, ja. Oder Keith Richards, der sieht schon seit 50 Jahren aus, ob er tot wäre, aber er lebt auch immer noch. Und dann kommt der Nächste, der so lange durchhält, trotz Drogen bis zu den Ohren. Genau, und der Rock ist auch ein Lebenselixier. Also für dich, glaube ich, wie für mich, auch wenn wir auf verschiedenen Punkten stehen. Und er wird weiter pulsieren. Sagt der Latein- und Englischlehrer. Dankeschön. Ja. Das musste ja jetzt rein. Also wir werden es sehen. Vielleicht werden wir es auch nicht mehr sehen. Aber dieses Jahr, klar. Also ich glaube, dieses Jahr ist, ich bin gespannt, was an Clubs überhaupt noch übrig ist. Ich sehe mittlerweile und ich höre ja die Kollegen und ich bin in Verbänden und ich kriege da mit, was da im Hintergrund abläuft, wie viel da schon an Geiern im Hintergrund kreisen, weil die alle hinter unseren Locations her sind. Also Innenstadt-Locations sind gefragt wie nur was. Hier schön eine Shisha-Bar draus machen oder eben so einen Red Bull-Laden oder sowas in der Art. Ich glaube, dass das noch viel mehr Läden erwischt, als es schon die letzten 20 Jahre passiert ist. Und dann bleibt nichts übrig. Wenn ich jetzt auch angucke, wir haben Druck gemacht, damit wir wenigstens draußen was machen können. Gastronomie, Konzerte, aber da werden Gesetze nicht aufgelockert. Da kann man auch nicht sagen, da können wir mal ein Konzert machen bis Mitternacht. Nein, das geht nicht, weil alle um 10 in Mainz im Bett sein müssen. Und selbst ein Biergarten darf ja nicht länger aufmachen in der Innenstadt. Da gibt es kein Entgegenkommen kriegen. Gibt es denn einen aktuellen Stand zu der Biergartenidee bei euch? Nee, das kann ich jede Woche wieder sagen. Das ist ja offensichtlich ein Verwaltungsvorgang. Und ich glaube, dass die am Überlegen sind, wir müssen uns ja nicht beeilen, ist ja eh noch verboten. Und sie haben ja dummerweise recht, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt bis Mitte, Ende Mai überhaupt aufmachen dürften. Und dann muss ich mir überlegen, ich habe ja noch gar keinen Biergarten, das heißt, das ganze Equipment ist noch nicht da. Jetzt dann einen fünfstelligen Betrag rein zu investieren, wenn wir erst im August aufmachen dürfen, macht dann ja auch keinen Sinn mehr. Und ich glaube, dass die sich ein bisschen darauf ausruhen. Ja, der hat ja es noch nicht so eilig, da können wir noch ein bisschen damit warten. Das glaube ich auch. Im Investieren wäre ich auch vorsichtig. Besteht denn die Gefahr, dass wenn du, sagen wir mal, irgendetwas zu spät bestellst, dass du an gewisse Materialien nicht mehr rankämst? Ja, das große Problem ist natürlich, dass die gesamte Gastronomie in Deutschland sich jetzt auf draußen retten muss. Ja. Wir haben den gesamten Winter verloren. Die ganzen Restaurants haben den Winter verloren. Und alle müssen raus, um zu überleben, um ihren Arsch zu retten. Ja. Clubs müssen raus auf die grüne Wiese, irgendwas muss raus. Und es werden natürlich nur so und so viele Möbel hergestellt, die alle nicht bestellt werden, weil jeder sich anguckt, was machen wir denn nun? Weil kein Mensch hier ein paar tausend Euro für Möbel ausgibt und Schankanlagen und dergleichen. Und dann, wenn es dann losgeht, dann werden wahrscheinlich alle gleichzeitig bestellen. Wir sind in der Vorbestellersituation, dass wir können, wenn es losgeht, zeichnen. Aber Möbel kommen heutzutage alle aus Osteuropa. Die werden natürlich auch nicht auf Halde produziert. Wir werden es sehen. Ja. Aber es ist den politischen Scheitern, es ist scheißegal. Also klar. Also an eurer Stelle, ich würde mich optimistisch darauf vorbereiten, weil der Zeitpunkt wird kommen, wo draußen was stattfinden kann. Bin ich mir relativ sicher. Und dann müsst ihr bereit sein. Ja, freuen wir uns dann auf den November. Jetzt drückt er da schon auf den Musikknopf, bevor ich irgendwas gesagt habe. Okay, mach Musik. Hallihallo, da sind wir wieder. Gerade eben gab es neben der Tatsache, dass ich das Kabel vom Mikro verloren habe, auch noch Bildstörungen. Dafür entschuldige ich mich. Das sind die Wunder des Internets und eventuell auch die Wunder der deutschen Infrastruktur, was Kabel im Boden und dergleichen angeht. Vielleicht waren wir es aber auch selber. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eben übrigens vergessen zu erwähnen, wir testen alle Leute, die hier drin sind. Da vor mir liegt auch ein Test, wer eben zugeguckt hat, das wahrscheinlich in der Pause gesehen, habt ein bisschen rumgespielt. Ich bin nicht schwanger und jedenfalls ist da nur eine Kontrolllinie. Beim Uwe, der immer noch bei mir sitzt, war das genauso. Das heißt, wir dürfen hier auch ohne Maske, wir sitzen ohne Maske. Übrigens haben wir ja immer noch unseren Abstandsbär da uns gegenüber. In der Pause haben wir ein wenig Politiker-Bashing betrieben oder ich habe das gemacht. Du darfst es ja nicht, du bist ja Beamter.
Ja, reden wir mal über die Gesamtsituation, oder? Kommen wir mal auch zu dem Punkt Lehrer. Wie war das jetzt im letzten Jahr? Welche Arten von Unterricht hattest du? Welche Arten von Unterricht hattest du nicht? Welche Ferien, welche Nicht-Ferien? Ja, man kann es vielleicht am besten so beschreiben. Vom Start nach den Sommerferien bis Mitte Dezember hatten wir komplett Präsenzunterricht. Meine Schülerinnen, die vor ein paar Wochen hier gesessen haben, die konnten sich daran zwar nicht erinnern, aber das war so. Und die einzige Einschränkung bestand darin, dass man Masken trug, aber auf eine sehr disziplinierte Art und Weise. Und ich muss sagen, ich habe diesen Abschnitt von August bis Mitte Dezember total positiv erlebt, weil man hat zwar ein paar, sage ich mal, Eingewöhnungswochen gehabt, zum Beispiel, musst du dir das so vorstellen, die Fenster sind auf, es gibt flexible Pausen, das heißt, auf dem Schulhof ist so ein gewisses Außengeräusch, dann hast du teilweise Schülerinnen und Schüler, die ein bisschen leiser sprechen, vielleicht ein bisschen weiter hinten sitzen, die dann zunächst ein bisschen schwieriger zu verstehen sind, sodass ich das anfangs zunächst als sehr schwierig erlebt habe, aber dann hat sich das eigentlich stabilisiert. Schüchterne Schülerinnen und Schüler waren gezwungen, lauter zu sprechen, haben das auch getan. Der Fremdsprachenunterricht, also ich unterrichte Englisch und Latein, hat immer besser funktioniert aus meiner Sicht. Und auch was ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass ich selbst die ganze Zeit die Maske trage, wurde immer weniger zu einem Problem, weil ich mich dann eigentlich auch so solidarisiert gefühlt habe gegenüber den Schülern, die das halt auch mussten. Und also insofern, das war positiv. Es gab andere Abschnitte von Mitte März bis zu den Sommerferien oder auch den aktuellen Abschnitt, wo also nur bestimmte Jahrgänge sich in der Schule befinden. Zum Beispiel auch der Abiturjahrgang. Die genießen vollen Präsenzunterricht, allerdings teilweise in geteilten Gruppen. Das heißt, der Stundenplan steht, aber die Hälfte der Gruppe ist im Raum 460, die andere Hälfte im Raum 457. Die Lehrkraft kann aber nur in einem Raum sein und muss sich dann überlegen, wie sie das Ganze sozusagen plant. Das ist ein bisschen schwieriger und ein bisschen weniger effektiv, aber ich finde, es ist besser als nichts. Und und jetzt kommen wir zum sogenannten Distanzunterricht. Wir arbeiten auch mit einem Videokonferenzsystem, wo wir am Anfang mit Bild gearbeitet haben, dann aber aufgrund der technischen Belastung oder der fehlenden Zuverlässigkeit der Technik das Bild irgendwann weggeschaltet haben und nur noch mit Ton gearbeitet haben. Klingt merkwürdig. Ich muss aber sagen, in dem Moment, wo die Leute online sind, sich in die Konferenz eingewählt haben und man das gut moderiert und das Ganze auch gut vorbereitet ist, dann läuft das relativ gut unter der Voraussetzung, dass der Schüler, die Schülerin auch das Selbstbewusstsein hat, sich in der Konferenz auch zu Wort zu melden. Einzelne machen das dann nur schriftlich, weil auch ein Chat quasi bei der Konferenz parallel läuft. Das ist aber auch okay. Ich habe mir das am Anfang nicht vorstellen können, aber mir gelingt es teilweise, und nicht teilweise, mir gelingt es mittlerweile sehr gut, sowohl den Chat zu sehen, als auch quasi die auditiven Kanäle zu bedienen und mit so vielen Leuten wie möglich zu kommunizieren und auch deren Belange zu berücksichtigen. Aber es ist so, dass einzelne Schüler einfach verschwinden in verschiedenen Jahrgängen, in verschiedenen Kursen, wo es dann heißt, ja, ich komme nicht rein in die Konferenz, ich habe verschlafen, ich kann die Aufgaben nicht schicken, wie auch immer, also einzelne verschwinden, aber das ist eigentlich die Minderheit. Klingt ein bisschen wie das, was man als Schüler halt macht, auch ein bisschen nach Ausreden suchen, warum man es jetzt gerade nicht macht. Die Ausreden sind andere. Du hast gesagt, dass es da Schüler gibt, die da nicht so partizipieren, weil sie über ein Online-Medium vielleicht schüchtern sind. Aber ich habe das Gefühl, wenn so wie du das erzählst, das sind wahrscheinlich ähnliche Schüler, sowas passiert auch in der Klasse. Ja, also genau. Wenn ich an meine Schulzeit vor 370 Jahren mal zurückdenke, dann gibt es auch Leute, wo ich nach einem Jahr Schule überlegt habe, ob die überhaupt in meiner Klasse waren, weil ich die nie bemerkt habe. Und ich war Schüler in der Klasse und kein Lehrer. Und die Lehrer sehen die Klasse nicht so oft. Das klingt irgendwie interessanterweise nach einer Parallele zum Gaming.
Also meine ersten World of Warcraft-Zeiten war genau dasselbe. Also das, was du gerade erzählst, ist genau dasselbe. Es gibt Leute, die nimmst du wahr, weil sie Text machen, und andere Leute, die chatten, und andere Leute, von denen weißt du gar nicht, ob sie da sind, weil sie weder das eine noch das andere tun. Nun hört man aus deiner Berufsgruppe und über deine Berufsgruppe mal gute und mal schlechte Dinge. Also was mir persönlich aufstößt, weil ich bin jetzt jemand, der sein gesamtes Einkommen verloren hat und noch drauflegt, ist ein maßloser Chor des Gejammers über die Schwierigkeiten und noch mehr Schwierigkeiten, die Lehrer so gerade mit ihrem Beruf haben. Wie sieht das bei dir aus? Also klar, du verdienst dasselbe Geld, was du vorher auch verdient hast. Das ist ja gar keine Frage. Siehst du da ein Flexibilitätsproblem im Kollegium? Also bei manchen Kollegen? Ja, das ist schwierig zu beantworten. Und ich glaube, das ist... wir sind jetzt in einer speziellen Situation. Ich wollte eben noch eigentlich hinzufügen, dass an diesen Online-Unterricht, an diesen Distanzunterricht teilweise höhere Maßstäbe angelegt werden von Kritikerinnen als an den normalen Präsenzunterricht. Denn das, was du eben gerade beschrieben hast, dass einzelne Leute, sage ich mal, ein bisschen verschwinden in der Klassengemeinschaft während einer normalen Unterrichtsstunde, ist ja auch völlige Normalität. Und insofern ist das vielleicht gar nicht so anders in so einer Videokonferenz. Flexibilität im Kollegium. Also du hast in der Lehrerzunft einige, die auch in der Regel gewerkschaftlich organisiert sind, auch in einer bestimmten Gewerkschaft organisiert sind, die immer davon sprechen, Belastungen zu vermeiden oder Belastungen zu reduzieren. Und das kann auch so weit gehen, dass jemand sagt, er macht keine Videokonferenzen. Teilweise mit dem Argument, man habe Angst, dass man dort aufgenommen wird per Ton oder per Bild oder dass es irgendwie... Die wissen schon, dass da so eine Lampe angeht, wenn einer aufnimmt. Du, ich kann dazu in Einzelheiten nichts sagen. Meine Schwester hat zum Beispiel, wir haben die Kinder eine Lehrerin, die nennt E-Mail immer noch Strompost und möchte damit auch überhaupt nichts zu tun haben. Und da ist natürlich der Abstand sehr groß zu, jetzt mach mal was mit diesem Medium. Und als ich Anfang der Epidemie letztes Jahr gehört habe, dass 10% aller Lehrer kein digitales Endgerät haben, da habe ich mich gefragt, wie erstellen die A, ihre Klassenarbeiten und B, womit telefonieren die denn, wenn die so unterwegs sind? Haben die alle eine Schreibmaschine und ein Klapphandy? Glaubst du, dass es Lehrer gibt, die wirklich zu Hause mit der Schreibmaschine noch ihre Klausuren entwerfen und kein Handy haben? Nee, das glaube ich nicht. Ich erlebe es eigentlich so, dass sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen sich unheimlich viel Mühe geben und kreativ versuchen, diese Situation zu meistern und auch teilweise Erfolge verbuchen können, wie zum Beispiel, dass sie einzelne Schüler, die im normalen Unterricht gar nicht so aufleben, jetzt auf einmal durch den Distanzunterricht irgendwie profitieren, weil sie auf ihre Aufgaben, die sie einreichen, individuelles Feedback bekommen und so Sachen. Das ist total positiv. Du hast aber auch, also was ich kritisch sehe, um zu den gewerkschaftlich Organisierten zurückzukommen, ist so eine generelle Attitüde, die für mich völlig widersprüchlich ist, auch so was eine Berufsauffassung betrifft, wie zum Beispiel, jemand hat nur eine halbe Stelle und ist dann deswegen der Meinung, dass wenn einmal im Jahr der Elternsprechtag stattfindet von 15 bis 19 Uhr am Freitag, dass er deswegen dann auch nur zwei Zeitstunden irgendwie anwesend sein müsste. Oder was ich auch relativ krass finde. Hat er dann auch nur halbe Sommerferien? Ja, das wäre ja dann konsequent, wenn er dann sagt, dann muss er die anderen drei Monate die Schule putzen oder sowas. Weil er ja, oder... Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die sagt dir dann, Dienstpflichten sind teilbar. Und und du hast auch so krasse Situationen, wo dann, eine Projektwoche findet statt. Projektergebnisse sollen präsentiert werden, die eigentlich für die Eltern interessant sind. Und diese Leute
überreden dann das Kollegium dazu, dass diese Präsentation der Projektergebnisse am Vormittag stattfinden kann, damit die Schüler sich gegenseitig besuchen können und die Eltern aber nicht. Und da tickt es bei mir aus. Da ist auch einfach null Identifikation mit der Schule und wenig Identifikation mit dem Beruf. Das kannst du, klar, ich meine, das hast du vereinzelt jetzt vielleicht auch in dieser Pandemiesituation. Aber das ist so eine Attitüde, die sich eigentlich fortsetzt von der Nicht-Pandemie zur Pandemie. Ja, still und leise hoffe ich. Was du erzählst, ist dasselbe, was man aus Verwaltung hört, nicht nur öffentlichen, auch privaten Verwaltung, dass die Unflexibilität sich auch in eine Notfallsituation übertragen hat. Dass der Zustand Notfall nicht angekommen ist. Wenn diese Leute, die so eine Unflexibilität haben und sich nie in ihrem Leben umstellen können, beziehungsweise sich wahrscheinlich in ihrem Beruf so eingenischt haben, dass sie gesagt haben, wow, läuft alles. Das Schöne an deinem Beruf ist ja, dass vorplanbar ist. Du weißt jetzt, was du in 10 Jahren verdienst. Du kennst deinen Arbeitsplatz in 10 Jahren. Du kennst sogar deine Pension, was viele Arbeitnehmer nicht kennen. Das ist natürlich super gut vorplanbar. Das sind Privilegien. Und gleichzeitig hinzugehen und sich in Notfallsituationen noch nicht mal sich nicht mal für ein Jahr verändern zu können. Ich persönlich halte es für schäbig. Ich glaube aber, dass das wirklich eine Minderheit ist. Das hoffe ich doch. Genau, so wie ich es erlebe. Und es gibt jetzt so einen neuen Aspekt. Wir haben ja vorhin, als wir die Schnelltests gemacht haben, Wieland, wir beide, haben wir darüber gesprochen, dass die Schüler jetzt auch getestet werden in der Schule und dass die Lehrkräfte das überwachen und administrieren. Da haben jetzt alle Lehrerverbände dagegen aufbegehrt, nach dem Motto, das sei dann doch eine Zumutung für die Lehrkräfte. Das kann ich teilweise verstehen, vor allem wenn das so administriert wird oder so durchgeführt wird, wie wir es zuletzt gesehen haben von der Ministerpräsidentin und ich glaube der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin in der Anne-Frank-Realschule, wo dann irgendwie, ich habe es live nicht gesehen, mir wurde es nur berichtet, aber wenn du eine Situation hast in einem Raum und mehrere Kinder gleichzeitig irgendwie die Maske abhaben und dies und jenes und was ich und so, dass man dann unsicher werden kann und wenn man sich als Lehrkraft, vielleicht auch als Risikopatient irgendwie tatsächlich bedroht fühlt und man sollte die Corona-Situation irgendwie ernst nehmen, das kann ich verstehen, dass einem das ein bisschen unwohl wird. Allerdings muss man jetzt nicht Atomphysik studiert haben, um den Test zu administrieren für die Schüler. Ja, wir haben den Test gerade gemacht. Ja. Ich glaube, wir haben innerhalb von 30 Sekunden begriffen, vielleicht eine Minute, wie das funktioniert. Und ich glaube, ich bin auch jetzt in der Lage, es jemand anders beizubringen. Ja. Das kann nicht die Schwierigkeit sein. Lehrer sind demnächst alle geimpft. Du hast gesagt, dein Impftermin ist nächste Woche. Ja. Das kann eigentlich auch nicht sein. Und Risikopatient, diese Aufzählung an Risikopatienten, die macht einen schummrig in Deutschland. Also da bezeichnen sich eine Menge Leute als Risikopatient, die sind überhaupt keine, weil Risikopatient in erster Linie, was Todesfall angeht, ist offensichtlich sehr alt, dann bist du kein Lehrer mehr, sehr übergewichtig, dann wirst du nicht verbeamtet, das musst du dir schon anfressen, während du verbeamtet bist. Da kommen natürlich Dinge zusammen und gerne mal eine Behauptung. Also ich habe Asthma, ist nie ein Begriff, keiner sagt, dass das ein besonderes Risiko darstellt, an Covid zu versterben oder sehr schwerer zu erkranken als irgendjemand anders. Häufig glaube ich, das klingt wieder wie eine blöde Rausrederei, wo man denkt, man kriegt jetzt diese Riesenpflicht aufgedrückt und tatsächlich ist es was natürlich, wie du gesagt hast, organisatorisch nicht ganz einfach ist, weil wie kriegt ihr ganz viele Kinder dazu, die haben alle die Maske ab und so weiter. Das muss natürlich organisiert werden. Dazu kann man, glaube ich, auch irgendwann kann man auch andere Schüler mit einteilen und dergleichen, denn die negativ Getesteten könnten dann ja assistieren und da finden sich ja Möglichkeiten, da muss man nur bereit sein, solche Möglichkeiten. Ja, man muss sich darauf einlassen, man muss bereit sein und weißt du, ich hatte auch meine Momente irgendwie so vor 1-2 Wochen, als das kam mit den Tests, die von uns durchgeführt werden sollten, wo ich mir jetzt den ersten Schultag in Hessen, der folgt jetzt am Montag, so vorgestellt habe und da sollten ja alle Jahrgänge zurückkehren. Jetzt ist es natürlich nicht so, aber es sollte so sein. Und da dachte ich so, oh mein Gott, was wird das für ein Vormittag so insgesamt? Weil wir natürlich auch so ein bisschen die Bedenken haben, dass jetzt, wenn in einem x-beliebigen Jahrgang
so ein Schnelltest positiv ausfällt, dass sich sozusagen dann die Schülerin und der Schüler dann irgendwie halt so selbst outet oder so selbst diskriminiert und dass dann irgendwelche Panik ausbricht oder was weiß ich. So Szenarien haben wir uns halt vorgestellt, weißt du. Und andererseits, ich glaube, dass es wird sich aus der Praxis ergeben. Und und ich denke, es ist zu schultern. Ja, und ich glaube, es ist auch gut, dass es die Schnelltests gibt. Also ihr habt durch den absoluten Worst Case, das ist das deutsche Hobby, Bedenken tragen. Also das gesamte deutsche Volk scheint Probleme damit zu haben, mal Probleme anzugehen und zu lösen und konstruktiv zu werden, sondern irgendetwas findet statt und dann kommen sofort 70 Bedenkenträger aus 69 Ecken und sagen dir, warum das jetzt so nicht geht. Und es gilt ja auch für alles. Aber andererseits, ich möchte auch lieber einen hektischen Arbeitstag haben, statt jetzt bald anderthalb Jahre zu Hause rumzusitzen und gar keinen Arbeitstag zu haben. Ja. Ich meine, es gibt in Deutschland 2 Millionen in der Gastronomie und Veranstaltungsbereich, Beschäftigte, Messebereich, die alle zu Hause sitzen. Und ich muss mir dann anhören, dass Zulassungsstellen nicht arbeiten können, weil die alle so viel Angst haben, an Corona zu erkranken und innerhalb von einem Jahr noch nicht mal in der Lage sind, ihre Büros und ihre Flure vernünftig aufzustellen, dass sie alle arbeiten und wieder Autos zulassen können. Und bei Lehrern höre ich genau dasselbe, wie Lehrer Schwarz-Weiß-Kopien verteilen mit der Aufforderung, jetzt auszufüllen, this is the pink and this is the green. Und ja, und die Eltern sitzen zu Hause mit der Schwarz-Weiß-Kopie und sagen, was sagen Sie denn den Kindern? Und dann heißt es ja, hören Sie von der Lehrerin, und das ist jetzt tatsächlich ein Fall, den ich genau so erzählt bekommen habe, wo die Lehrerinnen dann halt einmal in der Woche aufgetaucht sind, eine Schwarz-Weiß-Kopie an ihre Schüler verteilt haben, die anderen 6,5 Tage frei gehabt haben, und das sind dann auch noch Kopien aus den normalen Arbeitsheften, mit denen die Kinder im Englischunterricht arbeiten. Das war's. Quasi das, was die Kinder sowieso mit Präsenzunterricht hätten machen müssen, dann einfach nur verteilt als Kopie und das auch noch als Schwarz-Weiß-Kopie in der Schule. Und das macht mich persönlich einfach krank. Also das sind so Einstellungen, und ich ärgere mich heute so deshalb, weil im Merkurist heute, ihr könnt ja gerne mal nachgucken, ist ein Lehrer aus Niederolm, der tatsächlich die Frechheit hat, reinzuschreiben, ich kann hier meinen Namen nicht sagen, weil ich meinen Job verlieren kann. Und wir alle wissen, als Lehrer verlierst du deinen Job erst dann, wenn du ein halbes Jahr im Knast warst und vorher nicht. Dann gibt es Lehrer, die haben ihre Kinder begrabbelt und sind immer noch Lehrer. Also ich finde das Bildungsministerium doof, verliert man garantiert nicht seinen Job. Und dann hinschreibt, wie überfordert er ist und was alles mit ihm Schlimmes gemacht wird. Und so. Und ich überlege mir, wenn ich jetzt, als Clubbesitzer ist schon schlimm, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Riesenrad besitzen würde und 3 Millionen Euro Schulden jetzt nach einem Jahr hätte, weil ich nirgendwo hin könnte, ich würde diesen Lehrer mit meinem Riesenrad erschlagen wollen. Das tut mir dann echt leid. Und das färbt halt, und das tut mir immer leid, weil es färbt auf eure gesamte Berufsgruppe ab. Ja, das ist richtig. Das Problem ist natürlich, dass es im Grunde genommen irrelevant ist, wie deine Leistung aussieht. Denn du erhältst das gleiche Gehalt, die gleiche Besoldung. Und ich glaube, dass es trotzdem gefährlich ist, sich keine Mühe zu geben, weil im Endeffekt es führt, wenn du jetzt nicht so völlig abgebrüht bist, es führt irgendwann zu einer gewissen Selbstunzufriedenheit. Und man sollte auch die Schüler nicht unterschätzen. Also irgendwann, du kannst doch im einen oder anderen, du kannst Schüler damit beeindrucken, ich gebe dir hier einen Strich und du kriegst da einen Brief und ich gebe dir hier eine schlechte Note und so weiter und so fort. Also ist jetzt nicht so mein Stil, ja, kannst dir vorstellen. Aber du wirst doch letztendlich, du kannst doch fachlich in der Luft zerrissen werden in so einem Fach wie Englisch, wo Schüler heutzutage letztendlich durch die Medien, zu denen sie Zugang haben, immer besser werden. Und insofern, ja. Ich weiß, habe ich mit meinem Biolehrer gemacht. Ja. Tut mir immer noch leid, Herr von Möllendorf. Das war ein bisschen schwierig für den armen Mann. Das sind die schwierigen Sachen. Schule, ich tippe mal, im neuen Schuljahr wird es losgehen. Was schätzt du denn mit, da werden ja Leute jetzt bestimmte Inhalte nicht mehr vermittelt kriegen. Es wird ja was hängen bleiben. Alleine wenn man überlegt, dass es dann nur, Lehrer haben nur jeden zweiten Tag Zeit, sich darum zu kümmern und so weiter. Und gerade also jetzt bei dir, bei den Sprachen ist das eine Sache, bei den Naturwissenschaften sicherlich eine andere. Ich denke mal, Erdkunde und Deutsch werden darunter nicht so sehr leiden, aber was machst du jetzt jemandem, der jetzt dem ein halbes Jahr Latein fehlt und den du dann übernimmst, aber du hast ja eine Liste, also was heißt eine Liste, also so ein Lehrplan, wo drin steht, was der eigentlich schon können müsste. Was machst du mit denen, weil du weißt,
da fehlt ja ein halbes Jahr. Ja, aber es fehlt nur dann was, wenn die quasi an diesem Online-Unterricht nicht richtig teilgenommen haben. Ja, wenn die so einen Faulibert-Lehrer hatten, von denen es aber leider reichlich gibt. Ja, also wenn das so ist, wobei ich da jetzt selbst jetzt kein konkretes Beispiel kenne, aber wenn das so ist oder wenn der Schüler, die Schülerin selbst sich halt irgendwo so mal rausgenommen hat, ja, so den Lehrer geblockt hatte, wie auch immer. Ja, oder auf einem Ort wohnt, wo es einfach Internet genau. Nur über ISDN gibt. Genau. Ja, dann hast du halt folgende Situation, also rein fachlich würde man sagen, nicht nur in Latein, sondern auch woanders ist es sicherlich sinnvoll, oder wäre es sinnvoll, das Schuljahr zu wiederholen. Andererseits ist es dann so entwicklungstechnisch, ist die Frage, wie sieht dann so das Sozialgefüge aus, in das der Schüler hineingerät, hat er vielleicht schon mal wiederholt in der Vergangenheit und ist er dann 2 Jahre älter und irgendwie 4 Köpfe größer als die anderen, gibt es aber vielleicht eine relativ große Anzahl von Schülern, die oder auch Eltern, die so eine Wiederholung anstreben. Bisher ist so eine Tendenz nicht zu erkennen. Also bisher ist es so, dass, glaube ich, alle so diese Attitüde haben. Es geht immer weiter. Wir werden versetzt. Übrigens war es so, dass im letzten Sommer war es so, dass mehr oder weniger die Anweisung bestand, die Schüler sind zu versetzen. Aufgrund der Lage, die sie nicht zu verantworten hatten. Sie waren ja auch nicht abprüfbar. Also genau. Genau, jetzt ist es noch nicht so verordnet. Wahrscheinlich wird es aber wieder so kommen. Ich glaube, da müssen individuelle Entscheidungen getroffen werden. Ich glaube aber, dass diejenigen, die keinen guten regelmäßigen Unterricht entweder erhalten haben oder mitgemacht haben, werden in verschiedenen Fächern erhebliche Probleme haben und können die gestellten Bedingungen nicht erfüllen, weil das, was so kompensiert werden sollte, du hast zum Beispiel am Anfang des Schuljahres 2020/21 hieß es dann noch, ja, bis zu den Herbstferien beispielsweise soll noch Stoff kompensiert werden aus dem vorigen Schuljahr. Das ist vielleicht teilweise gelungen. Wir haben jetzt im Abitur 2021, was in Hessen jetzt nächste Woche startet, ist es auch so, dass es ist ein Zentralabitur in Hessen, dass den Prüferinnen und Prüfern gestattet wird, dass sie von den Vorschlägen, die zur Auswahl stehen, auch einen streichen können, selbst streichen können, wenn sie sehen, oh, okay, das habe ich aufgrund der Corona-Lage nicht so gut durchnehmen können. Da werden also es gibt Anpassungen, die gemacht werden, aber das konntest du jetzt einmal machen. Ich glaube, du kannst es einfach nicht für ein zweites Schuljahr machen. Kannst du dir vorstellen, dass man Ferien für sowas opfert? Also nicht nur auf der Schüler-, sondern auch auf der Lehrerseite? Du sollst dich jetzt hier nicht freiwillig melden, sondern es geht darum, wir haben, viele Schulen sind geschlossen gewesen über längere Zeiten und ich habe zu Hause mit meiner Frau darüber geredet, nur aus Scheiß, wenn jetzt alle Schulen wieder zumachen wegen der jetzigen Notlage, ob man nicht einfach die Sommerferien auf jetzt verlegen sollte und die Sommerferien im Sommer dann unterrichten sollte, weil die Zumutung für Jugendliche und Kinder ist so groß wie für keine andere gesellschaftliche Schicht in Deutschland. Das stimmt. Für keine Altersgehorde. Die verpassen so viel. Junges Leben ist so viel wertvoller. Also ich meine das jetzt nicht im Überlebenssinne, sondern man erlebt viel mehr, wenn man jung ist. Und die gehen jetzt in ihr zweites Jahr und sie kriegen dann nicht nur, dass ihr gesamtes soziales Verhalten, ihr soziales Umfeld, überleg mal, du bist eingeschult in diesen Zuständen und triffst nie deine Schüler, bevor du in die dritte Klasse kommst, gefühlt. Ja. Und dann nimmt man den gerade so Mittelstufenkindern dann auch noch, tut mir leid, da müsst ihr leider die Schule wiederholen, weil Chemie gab es nicht, weil euer Chemielehrer ist leider eine Gurke und das ist in Naturwissenschaften, wenn du ein Jahr Mathe, ein Jahr Chemie verloren hast das, oder ein halbes Jahr, das wissen alle, die schon mal einen schlechten Chemielehrer hatten, danach ist es nie wieder einzuholen, außer du hast irgendwie richtig gute Nachhilfelehrer. Und wenn das dann noch nur die doppelte Bestrafung ist, dann wundert mich, dass die Eltern und Schüler nicht mittlerweile auf brennenden Barrikaden stehen, weil das auf Dauer, wird das andiskutiert? Redet ihr Lehrer drüber? Also bisher nicht. Ich glaube einfach, wenn ich jetzt von mir selbst ausgehe, ich habe jetzt die meiste Zeit in diesem Corona-Jahr gearbeitet und relativ viel gearbeitet und habe jetzt zum Beispiel das habe ich vorhin noch nicht geschildert, ich habe diese Kombination von
Präsenzunterricht in den Jahrgängen 6, 12 und 13, die ich hatte, plus Distanzunterricht in den Jahrgängen 7, 8 und 11, die ich hatte, die habe ich eine Kombination als extrem anstrengend empfunden, weil ich versucht habe, diese Videokonferenzen wie richtige Unterrichtsstunden zu halten und viel individuelles Feedback zu geben. Das heißt also, ich habe das als eine sehr große Belastung empfunden und war dann, bin dann quasi in den Osterferien über Ostern dann irgendwie so ins Koma gefallen. Ja. Allerdings kommt es natürlich sehr darauf an, wie du das machst, welche Fächer du unterrichtest und um auf deine Idee zurückzukommen, dass man sagt, man macht jetzt einfach dicht und hofft, dass die Situation sich bessert und verlegt die Sommerferien nach jetzt und unterrichtet dann in den ursprünglich geplanten Sommerferien. Ich befürchte, dass es nicht zu realisieren ist, weil diese Flexibilität nicht da ist. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, was dagegen hat. Sebastian hat gerade sich mit einer Frage gemeldet, glaube ich. Ja, wir haben eine Frage aus dem Chat und zwar ist die Frage, welcher Impfstoff denn bei Beamten zu Trage kommt. Ob es eine Mischung gibt, ob es AstraZeneca ist, ob es BioNTech ist, weiß man das? Ja, also ich habe jetzt meine, danke für die Frage, ich habe jetzt die Impftermine bekommen und da steht da drauf, dass es BioNTech ist. Ja, das liegt allerdings auch daran, dass ich aktuell unter 60 bin und die aktuelle Wissenschaft das irgendwie so hergibt. Vielleicht ändert sich das nochmal. Es gibt sowieso keine Möglichkeit, oder? AstraZeneca geht erst ab 60, Johnson & Johnson ist gestrichen. Moderna wäre noch möglich. Moderna, BioNTech ist ja von beides mRNA, ist dann nur Hersteller. Und das andere, wie heißt das, CureVac oder so, das ist nur ist, eine Studie? Jetzt, der ja. Lauterbach sagt, er hätte gerne eine Notfallzulassung dafür, aber die gibt es noch nicht. Und dann kannst du dich bei den Bayern mit Sputnik impfen lassen, weil der Herr Söder mit seinem Freund Wladimir Sputnik bestellt hat. Genau. Ja, also ich fahre nächsten Samstag, die sind bei uns, also unsere Turnhalle in Eltville ist zum Impfzentrum umfunktioniert worden, wie schon damals zum Flüchtlingszentrum und während der Finanzkrise wurden da obdachlose Banker untergebracht. Höchstwahrscheinlich und genau, und ich bin an zwei Samstagen bin ich da und freue mich drauf. Ich mag auch Impfungen, also insofern ich bin heiß drauf. Du weißt schon, also ich sage das jedes Mal wieder, wenn hier einer sitzt, der geimpft wird, man verwandelt sich in eine Echse und anschließend weiß irgendwie das Silicon Valley, wo du bist. Ne? Ja, aber das ist cool für den Metal. Stimmt, das ist eigentlich ziemlich geil. Apropos Metal, machen wir doch mal ein bisschen Metal und wir reden gleich weiter über Konzerte bzw. über kleine Bands hier aus der Gegend, deren Vereinsvorsitzender du bist, jedenfalls von einem der Vereine. Ihr wollt uns unterstützen und besitzt außerdem einen Amazon Prime Account? Dann verknüpft jetzt euren Amazon Account mit Twitch und nutzt die Möglichkeit, jeden Monat ein kostenloses Abo abzuschließen. Einfach unter twitch.tv/kavotv unten rechts auf Abonnieren und dann kostenlos abonnieren klicken. Vielen, vielen Dank. Hallo, da sind wir zu Teil 3 hier wieder. In der Pause ist mir eingefallen, warum ich die GEW hasse. Und wir hatten gerade eben über die Themen des dritten Talks geredet. Und ursprünglich wollten wir auf ein ganz anderes Thema raus. Aber jetzt dachte ich, erzähle ich meine GEW-Geschichte. Aber der Uwe erzählt mir jetzt erstmal, warum er nicht in dem Verband ist. Du überraschst mich hier. Gut, also meine persönliche Auffassung ist, dass man überhaupt keinem Verband sein muss, ne, als Lehrkraft. Das ist meine persönliche Auffassung. Allerdings sehe ich das vielleicht auch nicht komplex genug irgendwo. Auf keinen Fall bin ich der Meinung, dass man in einem Verband sein muss, um seine Arbeitsleistung möglichst zu minimieren. Denn eine Sache, die auch mal wirklich gesagt werden muss, ist, also wir Lehrerinnen und Lehrer haben aus meiner Sicht einen absoluten Traumberuf. Wenn man diesen Beruf gerne ausübt, ist natürlich die Voraussetzung und seine Fächer gerne unterrichtet, seine Fächer liebt, Kindern und Jugendlichen was beibringen möchte, dann merken die das auch und dann ist das ein ganz, ganz toller Beruf, der auch extrem gut bezahlt ist. Ja? Der ist extrem gut bezahlt. Und sich in so einer Situation bei einer so tollen Bezahlung auch noch hinzustellen und zu versuchen, irgendwelche juristischen Mechanismen oder über Verbandsdruck seine Belastungen zu reduzieren.
Okay, ich meine, wenn du den Lehrberuf richtig ausübst, mit vollem Herzblut und alles machst und administrativ auch alles erfüllst, dann ist das schon ein Haufen Arbeit, ist gar keine Frage. Also man ist, das ist ein kleiner Abnutzungskrieg. Aber es sind auch einfach verschiedene Phasen. Es ist ja auch nicht 12 Monate so. Ja? Ich glaube, wir haben 13 Wochen Ferien, die natürlich nur dann wirklich komplett Ferien sind, wenn du jetzt Erdkunde und Sport unterrichtest, ist klar. Ansonsten hast du schon auch in den Ferien was zu tun. Aber es ist, die Lehrkräfte sollten die Letzten sein, die protestieren, aus meiner Sicht insgesamt. Und ich bin, ja, um auf deine Frage zurückzukommen, ich bin in keinem Verband, weil ich mich vor niemandem verstecken muss. Naja, im Verband muss man sich nicht nicht mit jemandem verstecken. Ich hab ein bisschen das Problem damit, dass es da Leute gibt, die Privilegien aushandeln, ja. Was ich verstehe. Jeder möchte gerne Privilegien in seinem Leben haben. Das ist auch völlig legitim. Was ich nicht verstehe, ist, dass ein Notfall ausbricht, wie jetzt, und dann erstmal auf alle Rechte gepocht wird. Das ist, wenn die solche Leute die Titanic sinkt und dann lassen die sich auf einer Senfe raustragen, weil das so in ihrem Vertrag steht. Und das finde ich halt schwierig. Und was du sagst über Engagement, ganz klar, wenn du in die Schicksale von jungen Leuten eingreifst und, um es hart zu sagen, auch ihr Leben komplett versauen kannst. Und wenn dich das auch interessiert, auch der Background, ist es natürlich sehr anstrengend. Das verstehe ich auch. Und ich habe da auch meine Hochachtung vor guten Lehrern. Ich habe meine Hochachtung für Lehrer, die da ihr Herzblut reinlegen. Aber ich habe natürlich, wie jeder andere, genau diese, ich weiß nicht, wie viele Prozent es sind, gefühlt sind es so 20%, der ist mir alles scheißegal, ich arbeite hier meinen Stiefel ab, Lehrer gehabt. Und da haben wir das Problem, das haben wir nicht nur mit dem Job, das haben wir in den medizinischen Berufen. Das haben wir auch bei den Sicherheitsdiensten. Wenn Leute nicht, die mit Menschen arbeiten, denken, dass sie mit Objekten arbeiten oder dieses Gefühl runterkriegen, ich gehe morgen zur Arbeit und arbeite hier meinen Stiefel ab und dann gehe ich wieder nach Hause und dann fängt mein Leben an. Das ist eine Sache, die kann man auch in meinem Job nicht machen. Das ist, wenn man mit Menschen arbeitet, dann muss man sich auch auf die Menschen einlassen. Und wenn sich das Umfeld dieser Menschen verändert, dann muss man sich auch selber verändern. Wenn das Gesamtumfeld sich verändert, so ich sehe die Leute nur noch auf einer Videokonferenz, dann muss ich mir den Arsch aufreißen, gute Videokonferenzen zu machen und nicht sagen, oh ja, tut mir leid, dafür wurde ich nicht ausgebildet. Dann sage ich, ja, dann zeig mit dem Finger auf denjenigen, der dafür ausgebildet worden ist. Das gibt es nicht. Das hat in der Universität vor 20 Jahren keiner vorausgesehen, A, dass es überhaupt Videokonferenzen gibt und B, dass irgendwann mal die Notlage kommt, wo alle Schulen zu sind. Deshalb ist keiner dafür ausgebildet. Es ist auch keiner auf irgendeinem Amt dafür ausgebildet, im Gesundheitsamt nicht. Und obwohl da müsste man für sowas ausgebildet sein, ist auch kein Polizist für diese Lage ausgebildet. Nur man muss die Lage, so wie sie ist, nehmen und sie produktiv verarbeiten. Und ich denke, da ist jeder in der Pflicht, vor allen Dingen jemand, der null finanzielle Einbußen hat. Ich glaube, dass man, letztendlich muss man sich nur darauf einlassen, man muss sich Mühe geben und versuchen, seinen Job so gut wie möglich zu erledigen, angesichts der neuen Anforderungen. Oft, wenn es um die sogenannte Digitalisierung der Schulen geht, kommt man jetzt ja auch so Ideen wie, ja, da müssen irgendwelche Medienspektakel irgendwie so abgefeiert werden, damit das alles funktioniert. Das glaube ich noch nicht mal. Also natürlich kann ich sowohl als Schüler als auch als Lehrkraft irgendwie tolle PowerPoint-Präsentationen erstellen und sogenannte Arbeitsblätter. Aber letztendlich kommt es darauf an, was ich als Person transportiere, als Mensch gegenüber dem anderen Mensch transportiere, den anderen Menschen. Und ich bin der Meinung, dass die Lehrkraft selbst das größte Medium ist, ja, und nicht die PowerPoint-Präsentation und nicht das Arbeitsblatt. Und du kannst auch in der Videokonferenz mit persönlicher Ansprache und mit einer gewissen Devotion Leute erreichen, ja, und ich glaube mehr als mit der bunten PowerPoint. Glaubst du, dass dir das leichter fällt, weil du nun mal Bühnen gewohnt bist, seit 30 Jahren? Ja, seit 39 Jahren sogar schon. Ach du grüne Neune, ja. Sind wir alt geworden. Das weiß ich nicht. Also ich hab, ja, es stimmt so, es stimmt, dass wenn ich
in der Unterrichtsstunde oder auch bei so einer Videokonferenz, man hat definitiv das Gefühl, dass man auf einer Bühne steht. Und das bin ich auch gewohnt. Das ist etwas, was ich nicht genieße in dem Sinne, dass ich es jetzt ganz toll finde, irgendwie hier narzisstisch scheinen zu können oder so. Aber es ist etwas, was ich gut leisten kann und gerne irgendwo gerne irgendwie leite, vielleicht so in dem Sinne. Fällt es mir leicht. Also mir fällt, glaube ich, der Unterricht vielleicht im Endeffekt sogar leichter als das auf der Bühne stehen, weil das auf der Bühne stehen ist ein bisschen weniger voraussagbar von der Tagesform her oder von der Reaktion des Publikums her. Ja gut, Unterricht muss jetzt auch nicht jeden Tag eine Show sein. Das würde mich als Lehrer, als Schüler auch ankotzen, wenn der Vogel da vorne immer da jeden Tag so einen Dance dahin zieht. Das stimmt. Das braucht auch keiner. Ist das bei euch in der Ausbildung vorgekommen? Was genau? Naja, also ich habe ja in den 90ern studiert. Und wenn ich überlege, die Lehramtsstudis bei uns, die haben alles mögliche Fachliche in den Kopf gekriegt. Aber soweit ich das damals mitgekriegt habe, und deine Ausbildung muss ja auch in der Zeit irgendwann gewesen sein, ist das Fachliche ist das eine, aber wie man es an andere Leute bringt, ist ja die viel größere Nummer. Ich habe ja immer, wir haben die immer so diese Perlkettchenlehrer genannt, diese Lehrerinnen, die oft so ein sehr piepsiges Auftreten haben und in ihrem Kopf waren alle Kinder immer lieb und nett. Und wenn die dann ein Referat halten sollen, sind sie zusammengeklappt. Und natürlich gab es auch jede Menge Kerle, die genauso drauf waren, die halt wirklich in dieser Vorstellung waren, naja, ich mache das, weil ich ein abgesichertes Leben habe und nicht, weil ich mir zutraue und Bock habe, mich vor viele Leute zu stellen. Gab es irgendeine Möglichkeit bei euch außerhalb des Referendariats mal anzutrainieren, wie das ist, anderen Leuten was beizubringen? Also es gab und gibt Praktika, die du absolvierst während der universitären Phase. Und da hätte es schon die Möglichkeit gegeben, zu erkennen, dass es möglicherweise nicht so das Richtige ist für einen. Das Referendariat, was du gerade erwähnt hast, heutzutage wird es in erster Linie Vorbereitungsdienst genannt. Das ist aus meiner Sicht eine ganz wertvolle Zeit gewesen. Viele stöhnen ja darüber, dass es halt so irgendwie der absolute, völlig grausam, extremer Druck und man bekommt sein Leben erst zurück nach dem Referendariat und so weiter. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich weiß noch wie heute, dass damals der Seminarleiter in Bad Kreuznach gesagt hat, lassen Sie sich darauf ein, auf diese Situation, kochen Sie alles herunter, was Sie jetzt an der Uni an Wissen sozusagen sich angeeignet haben und konzentrieren sich darauf, was Sie Ihren Adressatinnen und Adressaten beibringen können. Dafür muss man Gefühle entwickeln, klar, und das ist auch essentiell. Ich kenne leider ein paar Leute, von denen ich glaube, dass sie fantastische Lehrer geworden wären, die das Referendariat nicht durchgehalten haben. Woran die gesagt haben, dass sie diese Mühle nicht ertragen haben. Und das sind Leute, von denen ich den Eindruck hatte, dass sie großartig mit Menschen umgehen konnten, aber eben dann in dieser Bürokratiemühle zermahlen worden sind, wo die dann auf Lehrerstandardniveau eingeprägt werden. Das hängt natürlich wahrscheinlich auch von der Referendariatsgruppe und von den Schulen, an denen die das gemacht haben, zusammen. Ich hatte immer das Gefühl, gut, das ist das Gefühl, was ich sowieso bei den deutschen Ausbildungen habe, die Praxis kommt immer zu kurz. Es wird viel zu viel in den Kopf reingedrückt und viel zu wenig aus dem Körper rausgemacht. Das gilt für die Mediziner so, für die Rechtsanwälte. Leute, die ganz am Ende ihrer Ausbildung zum ersten Mal dann richtig mal arbeiten können. Ich kann mich an die Praktikanten, Lehramtspraktikanten bei uns in der Schule nur erinnern, die saßen immer hinten irgendwo in der Ecke. Die haben keine Unterrichtsstunde da gemacht. Die standen nie da vorne und haben nie irgendwie das gemacht. Deshalb sage ich, ich weiß nicht, ob die da was gemerkt hätten an der Stelle. Weil die durften ja nichts. Ja, wie es jetzt aktuell ist bei diesen Praktika, kann ich dir nicht sagen. Aber es war auch so, als ich Praktika gemacht habe, da war es jetzt auch nicht, also ich hätte keine Unterrichtsstunde halten müssen. Aber ich habe natürlich den Aktivismus mitgebracht, dass ich das machen wollte. Ja, und du hattest anscheinend Lehrer, die das erlaubt haben. Das stimmt, ja. Also das ist wenn da einer sagt, hier fusch mir nicht in meinen Unterricht, dann darfst du das nicht und ich halte das normalerweise für verpflichtend. Ja. Eben um zu merken, ob das Richtige ist, das merkt man besser im zweiten Semester als im zehnten, weil dann hörst du nicht mehr auf. Ja, ich habe übrigens auch, um auf das Referendariat zurückzukommen, ich habe also auch ganz, ganz fantastische Menschen
also Mitreferendare von mir erlebt, die sind nicht am Referendariat komplett gescheitert, aber die sind bei diesen, heute heißt das UBs, Unterrichtsbesuche, damals hieß es Lehrproben, die sind da damals unheimlich schlecht weggekommen, weil die Fachleiterin oder der Fachleiter einfach gewisse andere Vorstellungen hatte oder irgendwas in der Drucksituation nicht so funktioniert hat. Das war dann sehr bedauerlich und passt vielleicht zu dem, was du wahrgenommen hast oder mitbekommen hast. Und es ist richtig, man muss natürlich dieses Programm auch irgendwie schultern können, denn das Ganze ist natürlich schon so ein bisschen irre, weil du relativ viel und häufig so Unterrichtsbesuche vordokumentierst und dies und jenes, dann schreibst du das wieder und dies und jenes und was weiß ich. Also du, und gleichzeitig hast du natürlich dann diese die Konfrontation mit den Schülerinnen und Schülern, die du in einer gewissen Dosis ja auch schon unterrichtest, selbstverantwortlich im Referendariat. Klar, also ein gewisser Druck ist da. Ja. Ja. Das ist, ich glaube, dass insgesamt, man sollte die gesamte Ausbildung, auch was technische Mittel angeht, die hängt immer hinterher, das ist normal, das ist in jedem Ausbildungsbereich so, dass technische Mittel wie jetzt diese ganze Internetlehre und so weiter, das muss jetzt, eigentlich muss es allen Leuten an den Universitäten jetzt aufgehen, so, ab sofort müssen wir es den Leuten beibringen. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr, warum wir das den Leuten nicht mehr beibringen. Aber ich erzähle dir jetzt noch ganz kurz meine GEW-Geschichte. Weil meine GEW-Geschichte mich mein Leben lang begleitet hat. Nein, ich habe kein Trauma, sondern ich war Schulsprecher und ich habe einen Schulstreik angezettelt. Bei uns wurde in Niedersachsen alles runtergebrochen auf freie Auswahl von Fächern im Abitur. Gab es nicht mehr und dann war auf einmal Mathe und Deutschpflicht und all solche Dinge, was dann halt zulasten von anderen Fremdsprachen und Naturwissenschaften geht. Und dann gab es einen Streik. So, der hat dann stattgefunden. Wir haben wir haben morgens die Schule blockiert. Wir sind mit unserer Schule zum Nachbargymnasium gelaufen, also Kleinstadt in Norddeutschland, und haben die andere Schule da auch aus ihrem Unterricht geholt. Und dann, bei uns gab es ab erste Stunde keinen Unterricht an dem Tag. War, glaube ich, nicht so schlimm. Weiß ich nicht, ob das so schlimm ist, wenn man an einem Freitag mal einmal in seinem Leben keinen Unterricht hat. Und die ganze Geschichte wurde von der GEW mit angeleiert. Die hat damals gesagt, wir sind politisch dagegen, gegen diese Reform, die damalige CDU-Landesregierung gemacht hat. Und wir haben das halt aufgenommen und haben das ohne Lehrerbeihilfe, weil die dürfen ja nicht, dürfen nicht streiken, haben wir das organisiert, auch ohne Absprache mit irgendwelchen Lehrern. Und weil das im niedersächsischen Gesetz damals so ist, wahrscheinlich ist das heute noch so, wenn du einen Schulstreik, darf man nicht anzetteln. Ist verboten und dann gibt es ein Disziplinarverfahren. Das findet vor der Gesamtkonferenz statt. Und da, also für Lehrkräfte meinst du? Ja, nein, also es gab ein Disziplinarverfahren für Schüler. Also es ging um Schulverweis für mich. Okay. Und dann fand diese Gesamtkonferenz statt und ich bin ein Linker. Ich war schon immer ein Linker. Ich habe mit so Konservativismus kann ich nicht viel anfangen. So diese reaktionären Geschichten. Und ich finde, weil man in Deutschland ist, muss man nicht Deutsch als Abiturfach machen. Das ist irgendwie eine quatschige Geschichte. Das hat sich halt niemand halt von der CDU ausgedacht. Und dann gab es diese Gesamtkonferenz und ich musste eine Aussage machen, wurde dann befragt, dann wurde ich rausgeschickt, weil es gab Abstimmungen in der Konferenz. Natürlich wusste ich anschließend, wie die Gesamtkonferenz abgestimmt hat. A, dadurch, ich bin nicht von der Schule geflogen und B, ich kannte ja so viele Leute da drin, die ich dann nachher einfach gefragt habe. Die Gesamtkonferenz bei uns beim 2000-Leute-Gymnasium, ich weiß nicht, wie viele Lehrer das waren, kann ich noch nicht mal abschätzen, das werden so 30, 40 Lehrer wahrscheinlich gewesen sein. Zwei Leute in der ganzen Schule haben dafür gestimmt, mich von der Schule zu schmeißen. Also genau genommen, es war zwischen meinem schriftlichen und meinem mündlichen Abitur. Schule war also quasi vorbei. Zwei Leute. Unsere Vertrauenslehrerin und unser GEW-Obmann. SPD-Gemeinderatschef in der Nachbargemeinde. Mich wundert das nicht. Und mit der Begründung, das geht nicht, das wäre rechtmäßig. Und die CDU-Leute, die da drin saßen, der Bürgermeister von uns aus dem Dorf, ein erzkonservativer Knochen, war wohl der härteste Fürsprecher dafür, mich nicht von der Schule zu schmeißen. Obwohl ich mich jedes Mal im Geschichtsunterricht mit ihm gefetzt habe. Jedes einzelne Mal. Jede Stunde. Obwohl er hat mir hinterher doch noch eine Eins gegeben. Das war irgendwie ein Zeichen. Ich habe damals, also ich bin einen Tag später bei den Jusos ausgetreten und habe meinen Brass auf die SPD auch
20, 25 Jahre mit mir rumgetragen. Weil genauso hat mich, haben mich die Jusos übrigens vom Asta damals nochmal verarscht, so knapp 10 Jahre später. Also das war mir irgendwie eine Lehre, mit solchen Leuten nichts zu tun haben zu wollen in meinem Leben mehr. Und jetzt sehe ich sie immer in der Zeitung rum und wie sie mir erklären, wie hart ihr Leben ist. Und ja, und ich würde denen gerne mal, falls jemand von der GW zuguckt, ladet mich doch bitte ein, ich erkläre euch mal, wie mein Leben gerade ist. Aber ihr könnt euch auch das hier angucken, dann habt ihr das auch. Also das ist doch Quatsch. Also wie man da sitzen kann und sagen kann, oh, wir sind so schlimm dran. Gut, jetzt haben wir aber genug über Lehrer geredet und über meine traurige Vergangenheit. Ich muss gleich weinen. Reden wir mal über das Jetzt. Du hast ja auch noch ein privates Leben. Du bist ja auch noch jemand, der außer ein Sänger, wir können auch gleich gerne nochmal über Singen reden und über, kannst du auch noch was vorsingen. Lieber nicht. Okay, er möchte lieber, du bist auch heiser, hast du gesagt, vom Singen. Und dann reden wir nochmal über die Kulturfabrik Erfield. Fangen wir doch damit an. Findet da überhaupt im Augenblick irgendwas statt? Nein. Also unser größtes Event im Kalenderjahr ist normalerweise das Rockfield Festival im August in der reduierten Kastell, das in der gewohnten umsonst und draußen liberalen Form aktuell perspektivisch nicht stattfinden kann, was aber nicht heißt, dass man sich nicht über ein Alternativprogramm Gedanken macht. Ansonsten Monatskonzerte, die wir Bands anbieten, können aufgrund der bekannten Bedingungen nicht stattfinden und planbar ist eigentlich nichts. Ja. Also das Einzige, was stattfindet, ist, dass man sich im Vorstands- und Beiräte-Chat irgendwie ab und zu ein bisschen austauscht und darauf achtet irgendwie, dass weiß ich nicht, die Mietverträge eingehalten werden und keine Kosten explodieren an irgendwelchen Stellen, und das ist es im Grunde genommen. Also es ist sehr, im Grunde genommen sind wir komplett paralysiert. Ja. Ja, wir hatten ja auch ein sehr unglückliches Timing auch da, nicht nur bei Fracture, sondern wir hatten nämlich im Winter darüber geredet, euren Bands hier regelmäßig eine Bühne zur Verfügung zu stellen. Genau. Und wir hatten auch, glaube ich, schon die ersten Termine vereinbart. Genau. Und dann hat uns jemand das Licht ausgeblasen. Also genau, das war plus minus in derselben Woche. Genau. Und wir hatten aber schon im Grunde genommen einen sehr guten Auftakt mit, wir haben ja vorhin von dem Fracture-Konzert von Weihnachten 2019 gesprochen, aber wir hatten wenige Wochen davor den Nikolaus-Rock am 7. Dezember 2019 von der Kulturfabrik Erfield hier drin. Das war auch eine, sag ich mal, eine Motivation, dass das neuen Vorstandes von Roman, Max und mir, die Veranstaltungen der Kulturfabrik wieder in die Stadt, in die Clubs hineinzubringen. Ich meine, du weißt, dass der Nikolaus-Rock von der Kulturfabrik in der Vergangenheit auch schon mal im KW stattgefunden hat, aber es war schon eine Zeit lang her. Und, ja, ich grüße Arne von Die Traktor, ja, das nämlich damals organisiert. Genau. Und ja, jetzt 2019, das hat super funktioniert, das war eine ganz tolle Veranstaltung, ich war total froh. Und ja, im Prinzip hatten wir diese Konzertreihe vor der Brust. Ja. Ich glaube, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass sie vielleicht 2022 Realität wird, aber es ist, was willst du machen? Ja? Also wir schreiben normalerweise monatliche Newsletter, wir wissen nicht, was wir schreiben sollen momentan. Also deswegen gibt es auch momentan keine Newsletters. Ja, ist ähnlich wie ich versuche, jeden Monat ein Update zu machen oder hier vor der Kamera sitze und ein Update alle 2 Wochen machen will. Und feststelle, die Titanic sinkt immer noch, ist aber nicht abgesoffen. Ja, und weißt du, es ist ein extrem gutes Lebenszeichen, auch dass wir hier sitzen, dass man auch sieht, dich gibt es, weißt du, mich gibt es. Und ich glaube, wer zuguckt, der wird auch vielleicht ein bisschen froh sein, uns zu sehen und sich auch eine bessere Zeit zurückwünschen. Es ist immer noch ein gutes Zeichen, dass wir... Wenn der Whisky alle ist, also nicht die Flaschen, das sind jetzt schon, wir haben schon die ersetzt, aber wenn der Whisky im Lager alle ist, dann wissen wir, dass wir zu lange hier sitzen. Also man merkt das immer, dass so die Vorräte, irgendwann ist das Bier dann halt weg und das Wasser und daran merke ich immer so, der Stand, der sinkt, also sitzen wir hier immer länger und immer länger. Ja, proben eure Bands? Können sie auch nicht, oder? Ja, es ist also aufgrund der Vorgaben nicht möglich, wirklich. Ja, also uns, nicht nur unsere Bands, also auch meine eigene Band kann ja auch nicht proben. Wir sind in einem Proberaum auf dem Laienhof.
das sogenannte Airfield. Und nein, also man muss kreativ sein und ich glaube, das ist eine, ich habe mal versucht, im letzten Newsletter, den ich geschrieben habe, ich habe mal versucht, ein bisschen zu motivieren, versucht, alternative Wege zu finden, versucht, kreativ zu sein, versucht zu komponieren, versucht, euch ein paar Konzepte auszudenken, macht etwas Neues, damit ihr bereit seid, wenn es wieder losgeht, aber so dieses, wir treffen uns einmal in der Woche im Proberaum und so weiter, trinken Bierchen zusammen, machen Musik, weil das unser Hobby ist und so weiter, das funktioniert halt momentan nicht. Ja. Naja, wird es auch eine Menge Bands nicht mehr geben anschließend. Das ist zu befürchten, ja. Also allein, weil die Zeit weitergeht, ist über ein Jahr her, da lösen sich sowieso Bands auf, es gründen sich keine neuen, dann kommt also überhaupt nichts nach. Und die Leute, die sich jetzt ein Jahr lang nur so ab und an mal gesehen haben, da muss man gucken, ob die nach anderthalb Jahren überhaupt noch harmonieren, und zwar harmonieren im musikalischen Sinne, genauso wie im persönlichen. Und stelle ich mir schwer vor, also die gesamte Kulturszene. Ganze Orchester, die da sitzen. Also je mehr Leute zusammen musizieren wollen, desto schwieriger wird es. Und gut, die Staatsorchester und so, die hatten ja teilweise Aufnahmen, die haben ja riesige Hallen. Mit Abstand konnten die ja teilweise Dinge machen. Aber auch da, Big Bands, weiß ich nicht, wie das alles wieder zusammenfügt. Ja, und es ist ja auch so, wenn man nicht in der Band gespielt hat und das nicht so kennt oder sich damit nicht beschäftigt, dann denkt man gar nicht darüber nach, dass halt auch so ein bisschen so die menschliche Chemie und das Miteinander, dass das teilweise eine viel größere Rolle spielen kann als musikalische Fähigkeiten oder musikalische Vorstellungen. Denn stellen wir uns mal diesen Fall vor, man trifft sich 1 bis 2 Mal in der Woche zum Proben oder so im Normalfall. Jeder kommt ja mit unterschiedlichen Befindlichkeiten, mit unterschiedlichen Alltagserfahrungen, mit unterschiedlichen Situationen in den Proberaum. Und es ist kein Geheimnis, dass aktuell viele persönliche Situationen einfach auch sehr schwierig sind. Das kann finanzielle Gründe haben, das kann existenzbedrohende Gründe haben, aber das kann auch unabhängig davon weitere psychische Gründe haben, denn der Austausch mit Menschen fehlt. Ja? Und ich meine, Mainz nennt sich, glaube ich, per Poststempel irgendwie immer noch Mainz, Stadt der Lebensfreude. Und ich habe auch schon einen anderen. Das ist dieselbe Stadt, die abends um 10 die Biergärten zumacht? Ja. Ah, okay. Genau. Ich bin dafür, den Poststempel zu ändern. In Bürgersteige hoch, ole ole oder so. Ja, du hast völlig recht, dass du das erwähnst. Ich wollte aber mehr auf die Mentalität der Einzelnen hinaus. Bist du Mainzer? Ich bin tatsächlich Mainzer, wobei ich bin Mombacher, das ist doch viel mehr als Mainzer. Und ich spüre das auch, und ich spüre das auch, wenn ich vor allem woanders bin in Deutschland. Ja, also du hast, es gibt genug Regionen in Deutschland, wo die, ich nenne es jetzt mal die Herzlichkeit oder die Nahbarkeit einfach weniger groß ausgeprägt ist. Ja, das sind die Regionen, wo ich mich wohlfühle. Ja, kann sein. Und ich habe auch über. Du meinst Norddeutschland. Du hast ja studiert, ne? Göttingen, oder? Ja, ich habe in Göttingen gearbeitet. Da ist es so, dass es einfach nur eine Zeit lang gedauert hat, bis ich die richtigen Leute gefunden habe. Das ist aber auch nicht Norddeutschland, da musst du dir nichts vormachen. Ne? Genau, ich weiß. Süddeutschland. Ja, ich weiß. Genau. Zu Norddeutschland selbst kann ich eigentlich gar nichts sagen. Ja. Also ich halte. Ich denke, dass gewisse Regionen in Deutschland einfach wesentlich zugeknöpfter sind, als wir das hier sind in Mainz. Ich war auch mal eine kurze Zeit lang in Stuttgart und so weiter, da habe ich mich auch nicht wohlgefühlt. Ich glaube auch nicht, dass du in München so glücklich wirst, wenn du jetzt nicht unbedingt von da bist. Die Mainzer Psyche ist auch am Leiden. Ja. Und ich glaube, dass es eine ganz große positive Explosion geben wird, wenn es wieder möglich ist, mit Menschen sich zu treffen hier in dieser Stadt. Ja, wir rechnen mit wirklich Chaos. Also wenn jetzt jemand beschließen würde, so 1. Oktober, alles geht auf, dann ist hier Armageddon. Weil jeder aus seiner Wohnung stürmt und eine Party macht und damit eine Woche lang nicht aufhört. Und ich glaube, dass die Querulanten, die hier sowieso schon überall in der Nachbarschaft sitzen, jetzt schon die Anzeigen für den Abend geschrieben haben und das arme Ordnungsamt an dem Abend laufen muss, bis die Füße wund sind, weil überall werden Dinge stattfinden. Und das wird auch nicht aufhören. Wir haben auch da schon mit dem Oberbürgermeister drüber geredet, genau über dieses Thema, dass sich das wahrscheinlich auch nicht einbremsen lässt.
dass das bitte auch kommuniziert werden soll. Und wir haben auch seine Zusicherung bekommen, dass das auch kommuniziert wird. Dass wenn die Lebensfreude, die wieder in die Stadt reingepustet wird, dass man dann auch bitte mal machen lässt für eine bestimmte Zeit. Dass man dann nicht hingehen kann und Alltagsregeln wieder einfordern kann. Wir fördern auch jetzt seit einem Jahr die Abschaffung dieser Vergnügungssteuer, weil die Stadt der Lebensfreude und Vergnügungssteuer, das ist auch so, ja, schwierig. Aber jedes Mal, wenn wir drüber reden, dann sagen die, jo, muss weg. Dann drehen sie sich um und dann ist es wieder vergessen, weil interessiert ja außer 10 Clubbetreiber niemanden, dass es das gibt. Und die arme Stadt, die hat ja kein Geld mehr. Und wenn die auf unsere Vergnügungssteuer verzichtet, dann geht sie ja offensichtlich pleite oder so. Ja, gut, dann wir reden drüber, wie das weitergeht mit Konzerten. Wir planen ja hier komplett neu. Weiß nicht, ob du es gelesen hast. Wir wollen regelmäßigen Live-Programm auch unter der Woche reinbringen. Dann werden wir eine Menge Bands brauchen. Dann reden wir wieder. Und dann können wir auch über Festival und dergleichen reden, über Indoor-Wochen. Weil alles Outdoor fällt ja vielleicht jetzt auch erstmal aus. Und dann wird man dann weitersehen. Und dann können wir ja überlegen, ob ihr vielleicht dann mit Fracture hier das Abschlussevent oder den Opener hier rein donnert. Wäre schön, ja. Ja, werden wir sehen. Wir müssen ja mal gucken, ob der 25.06. stattfindet. Ich hoffe, aber ich glaube nicht mehr dran. Also das ist das Event im Schlossbiergarten. Richtig, Schlossbiergarten. Ihr findet übrigens die Informationen dazu dann auf den ganzen Homepages von allen Mainzer Clubs. Also wir machen das zusammen mit dem Schon Schön, der Dorette Bar, dem Baron und dem Alexander the Great. Und werden alle diese Locations werden einen Link zur Vorverkaufsstelle dann irgendwie raushauen. Das posten wir dann, wenn es soweit ist. Aber da können wir jetzt im Augenblick noch gar nichts zu sagen. Also bisher ist nichts scharf geschaltet. Der Schlossbiergarten ist, glaube ich, 300 oder 320 Plätze. Und so wie die Erfahrung das letzte Mal waren, sind die 320 Plätze innerhalb von, also unsere Karten waren ausverkauft innerhalb von einer Stunde. Also unser Kontingent davon. Ja, ich hoffe einfach, dass es zustande kommt. Ich kann mir das auch total gut vorstellen und freue mich auch drauf. Also ich habe auch letztes Jahr die sehr, sehr vielen Veranstaltungen in diesen sogenannten beiden Mainzer Kulturgarten positiv empfunden, weil nämlich permanent Live-Musik war. Das fand ich irgendwie gut. Ja. Und natürlich ist es so, dass ihr jetzt vor allem an diesem einen Termin da partizipieren könnt. Man würde sich wünschen, dass es öfters der Fall wäre. Ja, können wir unseren gesamten Jahresumsatz nachholen an dem Tag, glaube ich. Ja, genau. Ja, hat da letztes Jahr auch schon so gut geklappt. Da ist das Event nach einem Tag ja abgebrochen worden, weil Corona-Infektion im Partnerladen stattgefunden hat. Und dann wurde aus Sicherheitsgründen Tag 2 und Tag 3 weggenommen. Wir hoffen, dass das jetzt nicht passiert. Aber in der augenblicklichen Situation kann das halt irgendwie alles passieren. Also wir stehen auf jeden Fall parat und wir planen auch mit dem 25.06. Sowohl für den Gig an sich, was mega wäre, als auch vielleicht sogar mit dieser Kombination, dass wir da das neue Album releasen können. Gut, Daumen drücken. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Und wir sehen uns hoffentlich im Juni wieder. Auf jeden Fall spätestens. Okay. Bis dann. Tschüss. Ciao.